Hallo zusammen. Heute geht es in diesem kleinen Clip hier um den Dow Jones. Heute ist Donnerstag, der 27. Juni und wir haben 12:20 Uhr, also noch ein bisschen Zeit, bevor der Freund heute losgeht. Und ich finde, der Dow befindet sich in einer ziemlich brisanten Situation. Ich habe das jetzt hier mal länger aufgezogen, das heißt, wir kommen hier von 2017. Und ihr seht schon hier, dass diese Bereiche einmal, zweimal, dreimal immer wieder Widerstände waren. Wir haben die 27.000, also ich wüsste nicht wo, nirgendwo bisher gebrochen. Jetzt entsteht hier zumindest ein Doppeltop, mit ein bisschen Fantasie, ein Dreifachtop. Jetzt hole ich es mal ein bisschen näher ran. Was mir auf den ersten Blick auf den Chart schauen, gefallen mir mehrere Dinge nicht. Aber wir haben jetzt hier einen Inverted Umbrella Doji, das ist der kleine Bruder vom Shooting Star. Schon mal nicht gut, und zwar am Hoch. Die Bänder sind aufgegangen. Und das der Bewegung entgegengesetzte Band ändert die Richtung. Auch nicht gut. Muss ich also entweder leicht seitwärts oder leicht korrektiv erstmal erwarten. Ich habe Verkaufssignale über den Trendfolger. Ich habe frische Verkaufssignale über die Stochastik. Da ist nach meiner Dafürhaltung aber gar nichts Positives momentan. Also grundsätzlich muss ich davon ausgehen, dass wir in der ersten Bewegung wenigstens die 20-Tage-Linie sehen. Im Moment bei 26.000. Und dann am zweiten Zug sogar die 200-Tage-Linie im Moment bei 25.400. Das Problem, und jetzt ziehe ich ihn wieder ein bisschen rein, das Problem von diesen All-Time-Highs ist, wenn aufgrund irgendeiner Nachricht, keine Ahnung, China, alles erledigt, beste Freunde, was weiß ich was, wir über die 27.000 gehen und schließen, ist es völlig egal, was die Bänder machen, was die Technik macht, was der Oszillator macht. Das ist dann völlig egal. Da muss man höllisch aufpassen. Deswegen, ich erachte diese Situation momentan als sehr brisant. Wir haben gestern geschlossen mit 26.536 und wir sind vorbörslich, wenn man was drauf geben kann, bei 26.462. Das ist also super, super kitzlig. Deswegen, ich werde es so machen, ich suche einen Put, der relativ nah hier oben drüber liegt, über der 27.000. Weil wenn er die rausnimmt, dann sieht er auch relativ flott die 28.000. Andererseits suche ich einen Call, der unterhalb der 20-Tage-Linie liegt. Das würde reichen. Das ist ein schöner Hebel, wenn wir über die 27.000 gehen. Der Put hier oben hat natürlich auch einen extrem hohen Hebel, wenn wir ihn gleich finden. Ja, aber ich möchte definitiv keinen tieferen nehmen, 27.500 oder noch was, denn wie gesagt, wenn er hier durchgeht, der Chart ist immer wichtiger als die mathematische Technik. Also das habe ich jetzt in den letzten Jahren gelernt, das ist überhaupt keine Frage. Fangen wir mal mit dem Call an. Hier ist ein Call. Das wäre ein Vorschlag. Basis 25.956. Da sind wir also unterhalb der 20-Tage-Linie, die ja weiter im Steigen begriffen ist. Halte ich für sinnvoll, denn wir sind hier, hatten wir auch so eine Mini-Unterstützungsphase über mehrere Tage. 25.956, das ist von Goldman Sachs die GA7CWT. GA7CWT. Das ist ein Open-End-Schein, das heißt, der verändert jeden Tag seine Basis leicht nach oben. Hat im Moment ein 48er Hebel. Das ist eine ziemlich heiße Kiste. Jetzt schauen wir mal nach dem Put. Und da finde ich den hier ganz interessant. Wie gesagt, über 27.000, denn wenn wir das mit Schlusskurs rausnehmen, ist es egal, was hier die Technik sagt, dann sind wir auf dem All-Time-High und dann legt er noch ein paar Punkte drauf. Ich kann mir vorstellen, bis zu 1.000. Ich habe mich für den hier entschieden. Auch ein Open-End-Schein, ebenfalls von Goldman Sachs. Das ist die 27.038. Ich runde leicht. Das ist ein 50er Hebel, ist keine kleine Option. Das ist die GA2ZEJ. GA2ZEJ. Packt euch auf jeden Fall in die Watchlist. Das werden spannende Tage im DAO. Das glaube ich auf jeden Fall. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.